aufgelöst werden muss, weil er nicht mehr dem Willen des Volkes entspricht. Ja, Herr Doktor. Es ist nicht wahr, dass der Rundfunk ein Eigenleben neben der Zeit führen könnte. Er hat mehr als jede andere Form unseres öffentlichen Daseins die Pflicht, der Zeit, ihren Forderungen und Bedürfnissen Rechnung zu tragen und Ausdruck zu geben. Die Stärke eines guten Rundfunkprogramms liegt in der richtigen Dosierung zwischen Unterhaltung, Freude, Belehrung, Erziehung und Politik. Experimente gehören ins Laboratorium und nicht vor die Millionenschar der Rundfunkhörer. Nun tritt das ein, was wir vorbezeichnen. Nun melde das System auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens seinen Bankrott an. Es gäbe für Deutschland keine Hoffnung mehr, wenn wir nicht wären. Wir wurden verfolgt, gedemütigt, verboten. Unsere Führer und unsere SA-Männer wurden in die Gefängnisse gesperrt. Aber trotzdem stieg die Bewegung hoch. Dieses Volk wird unter der Führung neuer Männer und neuer Ideen wieder anfangen, Geschichte zu machen. Am 30. Januar ist die nationale Revolution ausgebrochen. Diese Revolution macht nirgends Halt. Sie hat das politische Leben umgestellt und eine Reform der deutschen Nation an Haupt und Gliedern vorgenommen. Adolf Hitler ist der Träger dieser Bewegung. Die Zeit, die wir durchleben, ist von historischem Rang. Wir durchschreiten in Deutschland eine Umwälzung von unabsehbaren Ausmaßen. Die Revolution hat sich siegreich durchgesetzt. Ihre Ergebnisse werden in Deutschland einen politischen Zustand herbeiführen, in dem das Volk wieder zu Ehre, Arbeit und Brot kommt. Durch den wunderbaren herzlichen Empfang, den wir das ganze Rheinland, den wir meine Vaterstadt und den wir in dieser Stunde der Rheinisch-Dänische Rundfunk bereitet. Im rheinischen Volk habe ich meine Wurzeln, sein Witz, sein Temperament, seine leichte Beweglichkeit und die leichte...